wir an die Frontlinie gehen, müssen wir unsere schusssicheren Westen anziehen. Wir sind verabredet mit einer Einheit der Territorialverteidigung, die die Ortschaften vor den Russen schützen sollen. Wir fahren los und im Falle eines Beschusses, was bei der momentanen Lage nicht passieren dürfte, halten wir das Fahrzeug an. Alle steigen aus und legen sich auf den Boden. Wir suchen nicht nach einem sicheren Unterschlupf, sondern legen uns einfach hin. Alles klar? Wir folgen dem Kommandanten, der sich Skipper nennt. Alle hier haben sie Kampfnamen. Skipper ist 42 und eigentlich Anwalt. Er hat sich, wie alle hier in seiner Einheit, freiwillig gemeldet. Mehr als ihre Kalaschnikows haben sie nicht an Ausrüstung. In einem kleinen Waldstreifen zwischen den Äckern haben sie Schützengräben ausgehoben. Immer wieder werden sie von den Russen angegriffen. Dann bleibt ihnen nur, in den Gräben Schutz zu suchen. Sie stehen in dieser Richtung? Ja. Sie schießen aus großer Entfernung. Die Geschütze stehen 20 Kilometer von hier und schießen in diese Richtung. Es ist ein ungleicher Kampf, das wissen Sie. Gerade ist hier alles ruhig. Das Getreide steht schon hoch, aber ernten wird es wohl niemand. Die Männer zeigen uns die Einschlagstelle einer Granate ganz in der Nähe. Aber auch die geächtete Phosphormunition, die alles verbrennt, setzen die Russen ein, sagen sie, weil die Felder schon trocken sind und dann schneller Feuer fangen. Sie haben Phosphorbomben gegen uns eingesetzt. Wir haben das helle Aufleuchten gesehen. So führen sie den Krieg. Die Brutalität in diesem Krieg nimmt zu. Die Soldaten zeigen uns Videos von Granaten, die neben ihrer Stellung eingeschlagen sind. Worüber sie nicht so gerne sprechen, auch bei ihnen gibt es Opfer. 12 Tote, 70 Verletzte. Dass sie alle hier ihr Leben riskieren, schwer vorstellbar für Deutsche, die Jahrzehnte in Frieden leben. Eben, sie leben in Frieden. Sie bauen ihre Wirtschaft immer weiter aus. Wir sind in einer anderen Phase. Wir müssen den Feind besiegen und dann die Demokratie aufbauen. Die Krankenwagen hier transportieren schon lange nicht mehr nur zivile Patienten. Auf dem Weg zu einem Frontkrankenhaus irgendwo im Donbass. Den Ort sollen wir nicht nennen, aus Angst vor Angriffen. Das Team ist immer in Alarmbereitschaft. Rund um die Uhr werden schwerverletzte Soldaten angeliefert. Gehirnerschütterungen, Splitterverletzungen. Für den Anästhesisten Andrei Semjankiw heißt das jeden Tag Ausnahmezustand. Unser Teamleiter, der großartig ist, kümmert sich um die Triage. Er sortiert die Patienten, die hierher kommen, und definiert, welcher Fall schwierig ist, welcher zuerst behandelt werden muss, wer sofort weitertransportiert werden kann. Ein Soldat mit einer schweren Verletzung muss versorgt werden. Ein Granatsplitter hat sein rechtes Bein unterhalb des Knies zerfetzt. Andrei und sein Team stoppen die Blutung. Es muss schnell gehen. Nicht immer können sie steril arbeiten. Der Mann muss verlegt werden. Später erfahren wir, sein Bein konnte gerettet werden. Für mich ist ein schlechter Tag nicht der, der am schwierigsten ist, an dem es die meisten Toten gibt. Es ist wahrscheinlich der Tag, an dem wir verletzte Kinder haben. Das ist für mich psychologisch die größte Herausforderung. Medikamente, sagt André, gebe es genug, aber der Wahnsinn, das Grauen des Krieges, die Angst um Familie und Heimat machen vielen seiner Patienten zu schaffen. Ganz ehrlich, es ist einfach noch nicht genug Zeit vergangen für die Soldaten, um in dieser jüngsten Phase des Krieges eine posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Also seit Februar. Aber viele von den Männern sind seit 2014 in der Armee. Sie hatten also schon psychologische Probleme und das manifestiert sich jetzt. Auch im Krankenhaus gibt es ständig Luftalarm. Ukrainische Luftabwehrraketen fliegen über das Gebäude. Es ist eine ganz normale Nacht im Kriegsgebiet. Unterwegs halten uns Andrei und seine Freunde an. Es ist ein Spiel an einem echten Checkpoint. Der Chef ist ein 11-Jähriger und hat eine Plastikwaffe. Wir sind die 17. Panzerbrigade.
Auch in unserer Schule haben wir diese Brigade. Die Soldaten der Territorialverteidigung nehmen uns mit in eines der Dörfer. Als die Angriffe der Russen besonders schlimm waren, hatten sie das Dorf evakuiert. Jetzt sind fast alle Bewohner wieder zurück. Die Soldaten sind entschlossen, das Gebiet zu halten. Ihre einzige Hoffnung, Waffen aus dem Westen. Wir haben sie etwas zurückgedrängt, so um 2 bis 3 Kilometer. Die Erfolge sind so gering, weil wir ausschließlich leichte Schusswaffen haben. Mit schweren Waffen könnten wir nach meiner Einschätzung das ganze Gebiet bis zum Meer befreien. Die Bodengewinne der Russen, die vielen Opfer auch bei ihnen und ihren Kameraden, das bewegt sie alle und das Gefühl, dass der Westen zu langsam reagiert. Haben Sie westliche Waffen schon bekommen? Also 3, 4 Panzerfäuste. Sonst nur alles, was für den Nahkampf nötig ist. Mit einer Reichweite von 1 Kilometer. Aber die Artillerie schießt 7 bis 10 Kilometer weit. Artillerie, damit meint er die Russen. Deshalb brauchen sie schwere Waffen so dringend. Was heißt dringend? Am liebsten schon gestern. Zu wenig, zu spät. Trotzdem bleibt ihnen nichts anderes übrig, als weiter auf die Unterstützung des Westens zu hoffen.